Aufwendige Dreharbeiten in der Unibibliothek. Das kommt immer wieder mal vor. Diesmal ist es ein Werbespot für die BTU, realisiert von der BTU, also vom Multimedia-Zentrum, das zur BTU gehört. Mitgemacht haben unter anderem auch Konstantin Walter und Maria Schneider, Schauspieler, die man vom Piccolo-Theater kennt. Bereits vor 2 Jahren hatten Filmemacher Ralf Schuster und Kameramann Sebastian Rau einen Kinowerbespot mit Schauspielern gedreht. Im Internet und den sozialen Netzwerken kam das erste Werk sehr gut an. Also suchte man nach einer lustigen und originellen Handlung für den zweiten Werbespot. Man entschied sich bei der Besetzung der Rollen für eine unkonventionelle Lösung. Bin ich denn hier richtig? Hier sind Sie immer richtig. Und dann haben wir überlegt, was wir machen könnten. Und letztendlich war dann doch die Idee, die am besten konsensfähig war, dass eigentlich jetzt unsere echten Professoren und die echten Präsidenten mitspielen und wir daraus so eine kleine Verwechslungsgeschichte inszenieren. Vizepräsidentin für Forschung Christiane Hipp machte gerne mit. Ebenso Fakultätsreferent Stefan Uhlich, bekannt durch viele Science Slams. Präsident Jörg Steinbach spielt den Präsidenten, was sonst? Prodekanin Anja Walter und Professor Ralf Woll von der Qualitätssicherung waren auch dabei. Wir hatten uns ja ausgedacht, dass wir im IKMZ in dem Konferenzraum filmen und dort ist ein starkes Gegenlicht und dann haben wir schon ziemlich große Lampen und Aufwand betrieben. Trotzdem war das dann immer noch nicht genug und das macht uns natürlich einerseits auch Spaß, da so viel Technik zu benutzen, aber andererseits war das auch ganz schöner Stress. Der größte Stress bestand allerdings darin, dadurch, dass wir diese hochkarätige Besetzung hatten, nämlich diese ganzen Präsidenten und Professoren, dass es halt nur einen einzigen Termin gab, wo die alle Zeit hatten. Und an dem Tag musste das einfach stattfinden und da gab es eigentlich auch keinen Ausweichtermin, keinen Plan B. Aber das hat alles irgendwie minutengenau geklappt. Selbstverständlich! Die kamen und gingen und wurden schnell gefilmt und konnten dann wieder ihre Präsidenten- und Professorenpflichten erledigen. Die Dreharbeiten im IKMZ dauerten einen Tag. Da wurde sehr konzentriert gearbeitet, aber ein paar Outtakes gab es natürlich trotzdem. Gleich nochmal anfangen, Kamera läuft weiter. Ja, wenn du das jetzt schon aufzeichnest, die Frau Hirt hat noch ihr grünes Armband. Oh, 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 oh. Danke. Heimlich, heimlich. Bitte. Hast gemerkt. Die Campusführung beginnt. Halt nochmal, stopp. Mist. Und so sieht die Kurzfassung des fertigen Films aus. Setzen Sie sich doch. Kaffee? Guten Morgen. Morgen. Haben Sie denn gesehen, wie übersichtlich der Campus ist? Und alles neu, super ausgestattet. Ja. Bin ich denn hier richtig? Hier sind Sie immer richtig. An der BTU sind Sie gut aufgehoben. Ich wollte nur mal fragen, ob ich hier studieren kann. Selbstverständlich. Die Campusführung beginnt übrigens ein Stockwerk tiefer.